Moin Jungs und Mädels. Wir stehen ja noch hier in Bockenem. Gestern Abend hier einen schönen Platz gefunden, wunderbar geschlafen. Und um 5 machen wir jetzt hier los. Und dann fahren wir nach Nora, laden ab und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann muss ich auf jeden Fall heute oder Montag in die Werkstatt. Wegen meinem Dach und meiner Hängerkupplung. Und dann hat der Dispo das schon gemeldet. Muss unbedingt was gemacht werden. Ja, also dann zwickt man mal auf, dass wir den Kaffee und den Tee loswerden. So. Jetzt wollen wir doch mal losmachen hier. Das hier, was wird heute? Erstmal hier raus. Gucken, wo es hier rausgeht. Irgendwo geht's raus. Ach, hier vorne. Hier vorne geht's raus. Hier ist doch schon ein Schild Autobahn. Ist doch schon ein Schild Autobahn. Das ist eben, wenn die Autohöfe so ein bisschen abseits liegen. Naja. Ja, der Verkehrsminister Herr Spahn hat sich ja wieder was einfallen lassen. Das ist ja wieder in der Diskussion, dass die Rasthöfe, die auf der Autobahn sind, zukünftig zum Übernachten auch Geld kosten sollen, wie die Autohöfe. Aber ich glaube nicht, dass er das durchkriegt. Das wird nichts. Das wäre ja unverschämt. Aber unverschämt kommt oft. Naja, lassen wir uns überraschen. Ist der Spahn unser Verkehrsminister? Nee, das ist der Gesundheitsminister. Wer ist denn der Verkehrsminister? Der Spahn ist der Gesundheitsminister. Wer ist denn der Verkehrsminister? Keine Ahnung. Jetzt wird es ja wenigstens langsam hell. Jetzt habe ich gerade die Umleitung von der B243, die ist ja bei Holbach gesperrt, habe ich gerade die Umleitung gefahren. Alter, da sind ja Ecken dabei.
Da ist eine Kreuzung, die ist komplett mit Baustellenampel, immer nur eine Richtung frei. Also sind vier Phasen. Wisst ihr, wie lange da steht, ne? Ja, weil da ein Haufen kleine Häuschen sind und enge Kurven. Dann haben sie das komplett gesperrt und haben das mit Ampelverkehr geregelt, dass immer nur eine Richtung fährt. Ja, jetzt geht's auf die A71 am Dreieck Südharz. Richtung Erfurt Nora. Dass wir dann in Nora mal abladen. Wir sind eh zu spät. Um 6 Uhr hätte ich Termin gehabt. Aber ich kann es auch nicht ändern. Ich kann ja nun mal nicht hexen. Dadurch, dass gestern alles mit den Paletten so geklemmt hat, naja, müssen wir durch als durch. Ach, wir haben es gleich geschafft. Noch eine Stunde. Dann sind wir in Nora. Dann laden wir ab. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Haben wir die 29 Paletten runter. Ja, hätte ich das natürlich gewusst, dass dort kein Palettentausch stattfindet und hier beim Aldi auch nicht, dann hätte ich natürlich die 29 Paletten noch abgegeben und hätte jetzt das Auto palettenfrei. Aber naja, ist halt nicht so. Aber ich fahre bestimmt nächste Woche noch mal Richtung Emden und da kann ich die ja dann auch abgeben. Das ist ja nicht das Problem. Ich brauche die dann nächste Woche wieder zum Tauschen. Das kann ja auch sein. Das wird alles aus. Erstmal gucken, was ich nächste Woche überhaupt mache. Garantiert mal nach Emden auf jeden Fall, denke ich mir mal. Jetzt ist ja noch ein Jumbo weniger bei uns. Der ist ja kaputt. Ganz kaputt. Und der Kollege hat einen Sattelzug gekriegt dafür. Aber ich denke mal, da kommt wieder ein Jumbo in Neuer. Aber das dauert halt eine Weile. Und der Kollege muss ja zwischendurch jetzt erstmal schnell was fahren. Und da haben sie ihm einen Sattelzug gegeben. Und Emden geht ja nicht mit dem Sattelzug zu fahren. Der ist ja zu kurz. Das kannst du ja höchstens mit einem Big Max fahren. Und da haben wir ja auch bloß noch einen. Also werden jetzt künftig wahrscheinlich die vier Jumbos verschärft Emden fahren. Einer ja sowieso schon, der Rundläufer. Der immer Helmstedt fährt. Und dann haben wir ja bloß noch drei Jumbos. Das ist der Dicke hier und noch zwei andere. Vom Matthias der und vom Tommy. Und ansonsten haben wir ja nur noch Sattelzüge. Naja. Bin ja gespannt. Der Jumbo-Hänger, der Spezialhänger, der 8-Meter-Hänger steht ja noch oben. Und da braucht ja der Kollege bloß eine Zugmaschine. Also einen Maschinenwagen mit Brücke. Ich denke mal, das ist schon in Arbeit.
Entweder kommt von einer anderen Niederlassung einer her oder es kommt ein neuer, eins von beiden. Aber das geht ja auch, selbst wenn der von der anderen Niederlassung kommt, kann man die ja nicht so rucki-zucki jetzt hier freimachen und hin und her schieben. Das geht ja nicht. Naja, nichtsdestotrotz, also denke ich mal, dass wir in naher Zukunft erst einmal auch verschärft Enten mitfahren werden. So, noch 14 Kilometer. Sind wir hier in Erfurt. Erfurt-Linderbach. Ich glaube, hier sind wir schon mal lang gefahren. Ich denke schon. Hier sind wir, glaube ich, sogar am Mittwoch in die Richtung gefahren. Also in die Richtung, Gegenrichtung, wo wir auf der 71 sind. Denke ich mir fast, wo wir von Weimar gekommen sind. Bilde ich mir jedenfalls ein. Wenn es falsch ist, ist es falsch, aber ich bilde es mir ein, dass wir da hier lang gefahren sind. Die Bundeswehr tankt. Mädel, schneller. Gib Gas. Ja, ich kann die große Fresse haben hier, ne? Ja, ja. So, und jetzt sind wir doch schon fast in Nora. 10 Kilometer noch in Nora. 12 Kilometer biegen wir in der Stangenallee. Und dann haben wir noch einen Kilometer. Ach ja. Und dann laden wir ab. Die zwei sind sich einig hier. Das finde ich doch schon mal gut. 9.40 Uhr, 8.40 Uhr sind wir da. 2,5 Stunden Verspätung. Ja, kann ich es auch nicht ändern. Wir können ja schon froh sein, dass wir gestern Abend noch laden konnten. Dass wir heute überhaupt noch leer wären. Hätte ja auch sein können, dass wir gestern hätten gar nicht mehr laden können. Dann wären wir jetzt noch irgendwo da oben. Aber jetzt vielleicht gerade mal irgendwo auf der Sieme. Ja, wir sind ja gestern noch ganz schön weit gekommen, gestern Abend. Ne? Irgendwann hatte ich dann aber auch die Schnauze voll. Wir wären auch noch ein Stück weiter gekommen, aber die Frage wäre gewesen, kriegt man am Harz was zum Parken? Finden wir unterwegs einen Parkplatz auf der 243? Das sind dann eben immer so Sachen, wo man sich überlegen muss, mache ich jetzt die Pause hier, wo ich einen Parkplatz habe, oder fahre ich noch ein Stück mehr? Ist halt nicht zu ändern. Ja, heute wird nicht mehr viel passieren. Wie gesagt, ich muss dann erstmal in die Werkstatt. Und da wird heute nicht mehr viel passieren, denke ich mir. Ja,
ja gespannt, ob sie den Werkstatttermin. Ich werde nachher noch meine WhatsApp schreiben. Oder anrufen nochmal. Am besten nochmal anrufen. Wenn ich in Nora stehe beim Aldi und warte, dass ich drankomme. Wenn man nämlich zu spät ist, dann ist man immer der Letzte, der abgefertigt wird. Dann ist man immer das Letzte. Ja, das Letzte kommt zu, das Beste kommt zum Schluss. Also, wir sind die besten Freunde. Wir sind die Besten. Merkt euch das mal. Das ist Nora, 5 Häuser. Gumsch. Die wollen alle auf der A4, ich nicht. Nachher erst. Arschklapp, da hinten ist es schon. Da ist so ein riesiger grauer Klotz, das könnte es sein. Sind ja nur noch 2,5 Kilometer, nicht mal mehr. 2 Kilometer. Nee, das ist zu dicht dran, das ist es nicht. Oder? Einmal rundherum vielleicht. Ich denke mir schon, das ist es. Ins Gewerbegebiet Uno. Ich denke mir, der graue Klotz da vorne könnte es sein. Ne, schauen wir mal. Werden wir sehen. Nicht, das ist eine Spedition. Das ist die Spedition Zufall. Aber wir müssen jetzt dahinter, wo der rauskommt. Hier waren wir doch schon. Hier haben wir doch schon angeliefert. Kommt mir doch alles sehr bekannt vor hier. Hier haben wir doch schon angeliefert, denke ich mal. Glaube ich jedenfalls. Kommt mir alles sehr bekannt vor. Jedenfalls sind wir hier schon rumgefahren. Da steht's dran. Da steht's dran. Aldi Logistikzentrum und Warenanlieferung. Ach nee, Verwaltung. Logistikzentrum und Verwaltung. Ich denke, hier waren wir schon. Warenannahme. Im Bereich Tor 22 bis 47 in den Lieferpapiere am Tor 22. Ach, hier muss man so rückwärts ran. Ich denke, hier waren wir schon. So, haben wir doch das Auto leer. Jetzt geht es erstmal nach Oelsnitz. Und dann sehen wir mal, was jetzt ist mit Werkstatt.
Ah ja, alles richtig. Hier geht's zur Autobahn. Ach, tanken fahre ich heute nicht. Ich denke, das wird dann Montag. Irgendwo komme ich Montag vorbei zum Tanken und wenn, dann reiche ich auch noch bis Dienstag. Da muss ich heute nicht erst nach Hermsdorf reinfahren. So, Freunde. Dann düsen wir jetzt mal auf der Autobahn. Hier ist ja wie Märchenwald. Märchenwald, der Märchenwald, da macht dich die alte Hexe kalt. Ja, 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 macht sie dann. Hab ich dich. Jetzt fress ich dich. Und schon ist er weg, der Märchenwald. Also das Wetter gefällt mir überhaupt nicht. Hoffentlich ist es nicht am ganzen Wochenende so. Das tät mich schon ein bisschen. Ja, wisst schon, wie ich meine. Ach ja. Jetzt ist es finster, jetzt ist der Klaus weg. Da ist er. Da ist er. So, mal schön Abstand halten hier. Da war eben der Abstandstempomat super in dem anderen Auto, ne? Den hast du eingestellt auf 70 Meter. Und wenn der vor dir langsamer geworden ist und die 70 Meter unterschritten worden sind, hat er gebremst von alleine. Wenn die 70 Meter größer wurden, hat er wieder Gas gegeben. Das fehlt am Dicken. Sowas. Aber man kann ja nicht alles haben. Da waren die Blitzer, habt ihr sie gesehen? So Leute, sind wir doch schon runter von der Autobahn. Noch eine Dreiviertelstunde, gute Dreiviertelstunde noch, knappe Stunde. Dann sind wir zu Hause, also nicht zu Hause, sondern erstmal auf dem Hof. Ne? Dann müssen wir klären, was mit der Werkstatt wird, ob das heute noch wird, dass die sich das heute noch mal angucken. Oder ob wir das dann erst am Montag machen. Günstig wäre ja, wenn ich ihn dorthin stelle und die machen das heute und ich kann den dann morgen Vormittag abholen.
Das wäre eigentlich der Idealfall. Meine Gutsten, Feierabend, Wochenende, Freitagmittag 14 Uhr, das ist ja unwahrscheinlich. Also am Montag fahren wir erstmal in Matthias sein Zeug aus, sein Lehrgut, aber ich denke mal, da werde ich euch wahrscheinlich nicht mitnehmen, weil ich dann sonst hier die ganzen Stative und das alles umräumen muss. Vielleicht nehme ich euch so mit der Hand mit, aber jetzt hier großartig einbauen tue ich euch nicht. Und dann machen wir Wochenende, dann fahren wir das Zeug aus und dann fahren wir zum Richter. So, dann wünsche ich euch eine staubknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.